Alter, was geht ab, Leute? Hunger mit paar verschiedenen Sachen heute. Also, erstmal C-Day war gestern und heute immer noch. Bis Montag in der Früh, 8 Uhr. Check das Video ab von gestern und ja, schreibt rein. Nicht hier, sondern im Video davor, wie viele Shinies ihr gefangen habt gestern. Und hier könnt ihr runterschreiben, ob ihr heute nochmal rausgeht oder habt ihr genug. Weil bei mir ist Wetter ziemlich schlecht, aber ich muss nochmal raus. Ich habe keinen Lucky Boy-Tilam bekommen. Ich hatte echt eine Menge Voltilam gefangen. Dratini habe ich geschafft. Habe ich jetzt einen Lucky, aber Voltilam leider nicht. Und Evoli kann ich mir immer gönnen. Der Kleine braucht auch noch ein paar Lavita-Bonbons und Dratini-Bonbons. Eine klasse Armee hat er jetzt, aber die müssen natürlich auch gepusht werden. Abgesehen davon war gestern der erste. Dementsprechend neue Feldforschungen und neuer Feldforschungsdurchbruch. Arctos, Zapdos, Lavados, Entei, Raikou, Suicune. Und die drei Vögel, die gibt es auch Shiny. Also viel Erfolg. Ja, von denen könnte ich sogar einen Shiny gebrauchen. Zapdos und Lavados. Arctos, mein einziges legendäres Shiny. Abgesehen davon, was ich auch vollkommen verplant habe, jeden Monat, seit einer gewissen Weile, gibt es jeden Monat für die neuen Feldforschungen ein neues Shiny. Und diesen Monat ist es Traunvogel. Hat auch eine Sinnoh-Stein-Weiterentwicklung, also. Ja, sieht ganz okay aus. Giftgrün. Atomverseucht grün, meinte ich. So, ich blende hier mal die Aufgaben ein für diesen Monat. Nicht nur der Feldforschungsdurchbruch ist ein Highlight von diesen drei legendären, sechs legendären, sondern auch die Feldforschungen sind dann wieder die von vorher. Ich schaue mal durch. Also natürlich neues Pandir. Ein großartiger Curveball ist dann Pandir Nummer 6. Ansonsten hat sich eigentlich nicht viel geändert. Chanera immer noch am Start für die Chanera-Sammler, Lavita, Dratini. Mich persönlich interessiert da Barschwa. Barschwa ist wieder da. Tausche ein Pokémon. Da brauche ich noch einen Glücks-Barschwa. Finde ich gut. Verschicke 10 Pokémon und es kommt Traunvogel. Also da habt ihr die Chance auf das Shiny. Ah ja. Ansonsten, zweite Infografik. Das ist hier nochmal alles gehighlightet. Die guten Sachen, sage ich mal. Und zwar 10-mal ein Pokémon pushen, 3 silberne Ananas. Also 3 pro 10-mal pushen ist schon heftig. Aber wenn man sich da 3 sammelt, kann man eigentlich ganz gut die silbernen farmen. Die Frage ist nur, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sich das lohnt, die silbernen. Ich bin eigentlich kein Fan von denen. Aber wenn ich die Quest finde, werde ich die auf jeden Fall einlösen. Also mich interessiert eigentlich nur die Barschau-Quest diesen Monat. Letzten Monat war geil. Den Kader-Quest habe ich richtig hart gejagt jeden Tag, um da meinen Glücks-Kader, was ich am letzten Tag erst bekommen habe. Ja. Diesen Monat, passend zum Wetter, ist gut, dass keine klasse Quest da ist, weil ja, dann kann ich chillen und im Warmen bleiben. Abgesehen davon habe ich jetzt noch ein Video gesehen, wo zwei Leute Cresselia geschafft haben. Zwei Leute, beste Freunde, Wetterbonus. Und die haben es, ich blende hier kurz das Ende ein. Und die haben es geschafft mit ihren Gengars, Gengar Beste. Natürlich mit Schlecker und Dunkelklaue. Und zum Abschluss habe ich hier noch eine, ja, eine Studie. Und zwar von The Silk Road. Die haben jetzt mal die Fänge ausgewertet vom Wochenende. Und es soll ja angeblich laut Niantic das ganze Wochenende erhöhte Shiny-Chance sein. Ist ja Community-Wochenende. Und jetzt haben die ganzen Fänge ausgewertet. Und das Ergebnis ist, die Shiny-Chance dieses Wochenende ist 1 zu 90. Sagt euch nicht viel, mir auch nicht. Aber normalerweise ist die Chance 1 zu 450. Also ohne Event, ohne nix, 1 zu 450. Und jetzt ist es halt 1 zu 90. Aber während des C-Days, während des normalen C-Days, 11 bis 14 Uhr, ist die Chance 1 zu 24,5. Und das war gestern am Samstag auch so. Während der 3 Stunden. Vor und jetzt danach und heute zum Beispiel ist es halt nur 1 zu 90. Also nein, nicht das ganze Wochenende ist genauso krass wie ein C-Day. Aber es ist krasser als normalerweise. Ja, so eine Info für euch. Nicht, dass ihr euch beschwert, dass ihr heute keine oder nicht so viele Shinies bekommt. Aber das ist natürlich immer alles generell bezogen. Manche haben Glück und fangen trotzdem viele Sachen. Und manche haben Pech und fangen halt gar nichts. Auch während der 1 zu 24,5 Chance. Dementsprechend geht einfach raus, habt Spaß und zockt und holt euch eure Shinies oder eure Bonbons. Bonbons eigentlich viel wichtiger. Ah, ich muss jetzt leider raus. Ich brauche unbedingt noch einen Lucky Voltilam. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.